Von dem habe ich schon lange geträumt. Jetzt wird es endlich wahr. Ich werde zum Schlossherr. Amo fast. Ein paar Tage lang mache ich Hausbesuche auf dem Schloss Heideck. Dort ist seit 18 Jahren der gebürtige Sandorfer Dieter Ruckstuhl daheim. Als Konservator ist er so ziemlich für alles zuständig, was auf der Heideck passiert. Er weiss darum auch viel über die lange Geschichte vom Schloss. Während er mir zeigt, wo ich die nächsten paar Tage wohne, erzählt er mir das eine oder andere spannende Detail. Schütz, ja. Zweig aus Zürich, eine alte Luzerner Familie. Kurz vor 1700 hat die Familie Pfeiffer von Altishofen die Burg aus dem Mittelalter zu einem Landsitz ausgebaut. Aus dieser Zeit stammt auch die Wendeltreppen im Turm. Die sind etwas ganz Besonderes, erzählt mir der Dieter Ruckstuhl. Die sind nämlich nach dem Vorbild vom Schloss Altishofen gebaut worden. Doch weil der Pfeiffer zu Heideck nicht so viel Geld hatte, wie der sogenannte Schweizer König zu Altishofen, hat er die Stege nur aus Eichenholz statt aus Stein gemacht. Und schon bald habe ich gemeint, ich habe mein Bett für die nächsten paar Nächte gefunden. Es war aber etwas kurz für mich und der Dieter Ruckstuhl hatte nicht so Freude an meiner Idee. Das Bett sei ein Museumsstück, hat er gemeint. Zudem sei hier drin wahrscheinlich eine ehemalige Besitzerin von der Heide gestorben. Und wie sagt man so schön? Gott straft sofort. Vielleicht war es aber auch der Geist von der Baronin, wo mir einen Denkzettel geben wollte. Ob es wirklich geistert im Schloss Heideck, werde ich dann herausfinden. Sicher ist eins. In diesem Schloss ist schon viel passiert. Könnte die Wände und die alten Porträtbilder reden, würde man noch viel Spannendes erfahren. Aber auch der Dieter Ruckstuhl weiss viel zu erzählen. Etwa von Benedikt Pfeiffer von Altishofen, der Abt von Sandorben war. Ein Aufklärer und Reformer. 1781 hat er in Sandorben das erste Lehrerseminar in der Schweiz gegründet. Ebenfalls spannend ist die Liebesgeschichte der letzten adligen Besitzer vom Schloss. Aber die erzählt am besten den Dieter Ruckstuhl selber. Das ist die Baronin Pfeiffer, also ist eine geborene Amerikanerin. Die ist als Touristin nach Luzern gekommen, in der Kapo-Brücke gelaufen. So wird das überliefert. Und beim Spazieren ist ihr der junge Mann damals, noch junge, begegnet, Herr Ludwig Pfeiffer von Heide. Und sie haben sich beide umgekehrt und haben sich gerade verliebt. Und haben ein paar Jahre später geheiratet und haben mit ihrem Geld die Heide können kaufen. Die Heide, die ja schon mal in der Familie Pfeiffer von Heide gehört hat. Ich habe gleich gemerkt, dass das Schloss nicht nur für Leute interessant ist, die gerne alte Geschichten hören. Es gibt auch sonst viel zum Anschauen. Nicht nur ausgestopfte Tiere und kurlige Gestalten, sondern auch die Jahresausstellung, die sich der alten Post von Gelflingen widmet. Dort kann man auch den Spieltrieb gut ausleben. Ich glaube, meinen Kindern würde das gefallen. Bekannt ist Schloss Heideck auch für den schönen Rosengarten, wo sehr häufig Hochzeitabros und andere gedigene Feste stattfindet. Es ist wirklich gut, es ist fantastisch. Es ist so geheimnisvoll und ganz intensiv. Auch die Aussicht auf den Rebberg und auf den See ist wunderschön. Sogar wenn es nicht gerade das schönste Wetter ist. Aber hey, wo kann ich jetzt eigentlich schlafen, wenn nicht im Bett der Baronin? Zu oberst oben im Turm habe ich endlich einen Platz gefunden. Das sieht doch recht gemütlich aus. Vom Schlafen abhalten könnte mich da höchstens noch Schlossgespenst.